Der große Crash 2024, steht er jetzt wirklich bevor? Wird er umgesetzt? Ja oder nein? Das ist die Frage. Und deswegen herzlich willkommen im neuen Video. Und viele machen sich momentan ja Gedanken, viele machen sich Sorgen. Ja? Haben die Verschwörungstheoretiker, Finanzexperten, Analysten recht mit der Aussage, 2024 kommt es zur Apokalypse? Kommt es aber auf der anderen Seite vielleicht zu einem kompletten Neustart? Kommt da schon der Big oder der Great Reset, der ja für 2030 angedacht ist oder bis dorthin die Agenda umgesetzt werden soll? Fakt ist eins, es wird ein sehr, sehr turbulentes Jahr. Es gilt sich zu positionieren, mehr Informationen zu sammeln als die Bevölkerung, als dein aktueller Finanzberater. Deswegen schau dir unbedingt auch den dreiteiligen Videokurs an, ist unten verlinkt. Mit sämtlichen Insider-Informationen, wie du dich positionierst, um dein Vermögen zu schützen. Vor allem, dass es dir zukünftig völlig egal sein kann, ob wir in 2024, 25, 26 oder wann auch immer einen riesigen Crash haben werden. So, mit Crash verbinden die meisten ja Folgendes, dass sie sagen, es gibt einen Börsencrash. Ja? So, das heißt, wie 2008, wie 1929, ja, wie als der Lockdown gestartet ist, 2021, als es eine größere Korrektur, einen kleinen Mini-Crash gab, aber eine schnelle Erholung, keiner weiß warum. Naja, sei es drum. Auf jeden Fall gehen viele davon aus, dass es sein kann, dass die Börsen um 50% zusammenbrechen, 60% zusammenbrechen. Auch im Bereich Krypto kann es natürlich große Korrekturen geben. Wir haben hier eine große Volatilität, wir haben es jetzt wieder gesehen. Es ist genauso eingetroffen, wie ich es prophezeit habe mit dem Bitcoin-ETF. Er wurde genehmigt, das war letzte Woche beim Video noch nicht klar. Ein paar Stunden später wurde genehmigt. Das heißt, viel Kapital ist reingelaufen in den Kryptomarkt. Der Bitcoin, Ethereum sind gestiegen. Das heißt, die großen Player, die das Ganze ja veranlasst haben, haben damit erstmal gute Profite gemacht. Die sind vorher ja günstig eingestiegen. Ja, wir hatten ja eine schöne Rallye irgendwo durchweg von 15.000 auf 45.000, 46.000 Euro. Und die hatten sich klar positioniert, die hatten sich eingedeckt. Ja, was wird dann gemacht? Wenn solche News rauskommen und sagt, jetzt fließt Geld in den Markt, was macht die Masse? Die geht in den Markt rein. Der Kurs ist von 46.000 mal schnell auf 38.500 Euro, 39.000 Euro zusammengebrochen oder eingebrochen und es gab eine Korrektur von irgendwo 15, 16, 17 Prozent. Was macht die Masse? Sagt, naja, große Töne gespuckt, die Medien haben gesagt, das geht alles nur noch in eine Richtung, aber was passiert? Ich habe jetzt wieder Geld verloren, gehen wieder raus. Das heißt, die großen Player decken sich ein und kriegen immer einen größeren Kuchenstück. Das heißt, gerade im Kryptomarkt, es wird manipuliert von vorne bis hinten. So, was ist aber denn gemeint mit einem Crash in vielerlei Hinsicht? Ja, wir hatten Kriege letztes Jahr oder die letzten zwei, drei Jahre, Russland-Ukraine-Konflikt, Israel, Gazastreifen und noch Kriege auf der ganzen Welt. Wann sprechen wir von einem Crash? Ja, das heißt, man muss es ja politisch weltweit sehen, was kann alles passieren? Was würde alles bedeuten, dass wir eine Crash-Gefahr haben, nicht nur in den Finanzmärkten, im Finanzsystem, dass Währungen zusammenbrechen, sondern was kann grundsätzlich passieren? Und da möchte ich heute mal auf ein Thema reingehen, weil wir sind ja mitten in der Woche von Davos, World Economic Forum, Klaus Schwab hat wieder eingeladen, die mächtigsten Menschen auf der Welt, die ganzen Eliten, die jedes Jahr zusammenkommen seit vielen Jahrzehnten, um zu besprechen, wie können wir die Menschheit und die Welt retten. So, spannend. Das Hauptthema dieser Konferenz dieses Jahr in 2024 ist Überschrift Dauerkrisen. Das heißt, selbst wenn es World Economic Forum und die mächtigsten Menschen der Welt, Entschuldigung, schon sprechen von Dauerkrisen, dann ist doch die Frage, was für Krisen erwarten uns? Ja? Und was ich an der ganzen Sache natürlich spannend finde, alle Krisen, die wir aktuell haben, sind durchgeführt worden von genau den Menschen, die entschieden haben, was in der Agenda laufen soll. Das heißt, dieses Treffen ist eigentlich eine ganz große Farce, dass die über Lösungen sprechen, weil sie sind die Verursacher von all diesen Problemen. Ja, das wäre das Gleiche, wenn dir heute einer ins Knie reinschießt und sagt, du, pass auf, ich bin aber auch Doktor und ich kann mal gucken, was ich machen kann. Ja, wobei, das wäre noch positiv. Vielleicht kann er dann wirklich helfen. Auf der anderen Seite ist es so, eine Mafia-Familie übernimmt eine komplette Stadt.
Prostitution ist gestiegen, Kriminalitätsrate ist gestiegen, der Drogenhandel ist gestiegen, Waffenhandel ist gestiegen. Also alles, was negativ behaftet ist in unserer Gemeinschaft, ist gestiegen. Und dann sagt diese Mafia-Familie, Mensch, wir müssen mal ein Meeting machen zusammen, das ist alles gestiegen. Wir müssen für die Lösung sorgen, dass da nicht so viel schief läuft. Ja? Dabei sind die genau die Verursacher, die alles gemacht haben, um Profite zu erzielen. So. Nichts anderes ist die Konferenz des World Economic Forum und das seit Jahren. Wir blenden jetzt mal ein paar Bilder ein, und zwar einmal Short- und Long-Term Global Outlook. Wichtig, es gibt eine Agenda für diese 5 Tage und es gibt auch einen Risikobericht für diese 5 Tage, welche Themen alle besprochen werden. Ich habe mir mal die Mühe gemacht, diese 83 Seiten vollständig in Englisch anzuschauen. Sehr, sehr anspruchsvoll, sehr umfangreich. Entschuldigung, bin immer noch ein bisschen erkältet. Und ich möchte euch ein paar Folien zeigen, die ich sehr, sehr spannend finde. Und zwar, so, ich schaue es hier nebenbei an meinem Rechner an. Ihr seht einmal Short Term 2 Years und Long Term 10 Years. Und da haben wir rote Balken mit Short und Long Term Global Outlook. Which of the following best characterizes your outlook of the world over the following time periods? Na, versteht erstmal fast keiner. Was soll jetzt dargestellt werden? Dunkelrot bedeutet stormy. Global catastrophic risks looming. So, da sind wir über die nächsten 2 Jahre bei 3%. Aber auf 10 Jahre gesehen auf insgesamt 17%. Ne? Dann haben wir ein bisschen schwächer rot, turbulent, ja, in Englisch, auf Deutsch turbulent. Upheavals, ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht, an elevated risk of global catastrophes. Ja? So, das heißt, was kann passieren, welche globalen Umbrüche gibt es, was für Katastrophenszenarien konnten durchgeführt werden oder passieren halt zufällig, man weiß es ja nie. Liegt Short-Term-Bereich 27%, aber auf 10 Jahre insgesamt bei 46%. Das heißt, wenn wir auf der Periode von 10% schauen, dann ist es auffallend, dass wir bei 63% sind, dass wir weltweite Katastrophen haben. Dauerkrisen, Katastrophen, dann ist die Frage, was für Katastrophen? Der gelbe Bereich, calm, ja, negligible, ja, sorry, mein Englisch ist teilweise ganz okay, aber nicht so gut. Da stehen manchmal Wörter drin in diesem 83-seitigen Bericht, die ich nicht mehr aussprechen kann. Risk of global catastrophes, ja, liegt bei 1%. Das heißt, dass es ruhig bleibt, dass über die nächsten 10 Jahre nichts passiert, dass alles entspannt ist, dass wir ein tolles Leben führen können, liegt bei 1%. Also mit den Wahrscheinlichkeiten. Das ist das, was Sie komplett konkretisieren und ausgearbeitet haben. Dann gehen wir mal in die nächste Folie rein. Und zwar Current Risk Landscape. Jetzt gehen wir nämlich rein auf, das war auf Seite 7 des Reports. Und da wird geschaut, Current Risk Landscape, in welchen Bereichen, sprich Economic, Environmental, Geopolitical, Societal und Technological, in welchen Bereichen, also Wirtschaft, Umwelt, Geografie, soziale Verbindungen und im technologischen Bereich, was sind die größten Brandherde, die größten Risiken für die nächsten Jahre? Dann sehen wir hier auf Platz 1 Extreme Weather, also Wetterkatastrophen haben wir letztes Jahr mehrfach erlebt. Ja? Und jeder fragt sich, wo kommt es her? Ja, vom Klimawandel, ist doch klar. Also das wird immer erzählt. Ja, jetzt wird es vielleicht auch zukünftig schlimme Katastrophen geben, weil man aufgrund der Gletscherschmelzen in der Arktik ja mitbekommen hat, dass da verborgene Viren und Bakterien seit tausenden Jahren konserviert werden und da kommt die nächste Katastrophe auf uns zu. Aber mit 53% AI-generated misinformation and disinformation, das heißt durch künstliche Intelligenz verbreitete Missinformationen, also Falschinformationen, gezielt, um die Menschheit zu spalten, die Masse zu spalten, so wie man es schon in der Corona-Politik ja gemacht hat. Und das durch künstliche Intelligenz natürlich nochmal forciert, weil das dadurch sehr, sehr einfach ist. Man kann ja heute Politiker imitieren, dass die Sachen sagen, die sie gar nicht gesagt haben.
Ja, und all diese Dinge, das ist ein ganz, ganz großes Risiko. Dann societal and or political polarization bedeutet, dass die Meinungsmache immer weiter auseinandergeht. Das heißt, die ganze soziale Community, wir Menschen miteinander und auf politischer Ebene, dass es hier immer größere Unterschiede gibt von Meinungsmache und dass dieses Zusammengehörigkeitsgefühl so weit auseinandergeht, dass es wirklich gibt nur noch Schwarz und Weiß. Wenn einer sagt, ich bin da nicht einverstanden oder ich rebelliere gegen das System, ist er sofort ein Nazi. Man darf ja nicht vergessen, Nazis haben laut Geschichtsbüchern Menschen vergast. Und wenn heute, habe ich gerade gestern mit tollen Menschen drüber gesprochen, wenn heute jemand sagt, ich hinterfrage das System kritisch und der wird als Schwurbler und als Nazi diffamiert, dann sagt es mehr aus über den Mensch, der das ausgesprochen hat, als über denjenigen, der kritisch hinterfragt. Ja, Cost of Living Crisis, das heißt, die aufgrund der Inflation und die Preise werden immer höher. Es liegt bei 42% und 39% Cyberattacks. Und auch hier kann ich nur einen kleinen Tipp geben. Schaut euch unbedingt den Film an auf Netflix. Leave the World Behind, finanziert übrigens von Michelle und Barack Obama, wo genau das aufgebaut wurde. Cyberattacks, Extreme Weather, dann wie man eine Destabilisierung durchführt und wie man das ganze Land und eine ganze Community, eine ganze Gesellschaft lahmlegen kann, dass die gegenseitig dann auch völlig, völlig frei in den Krieg ziehen, ums eigene Überleben kämpfen. Dann haben wir die nächste Folie. Global Risks Ranked by Severity over the Short and Long Term. Also wir haben wieder über die 2 und einmal über die 10 Jahre. Und ihr seht deutlich, über die 2 Jahre haben wir auf Platz 1 diese ganze Desinformation und Wetterkatastrophen, Polaritäten, Meinungsmache und dann Cyber Insecurity. Und über die 10 Jahre verhält sich das etwas anders. Da sieht man ganz klar, Wetterkatastrophen ist auf Platz 1. Ja, wir haben also komplett im Bereich Grün, Environmental, das heißt Umwelt, auf Platz 4 die größten Risiken, deswegen unter dem, es könnte eigentlich auch ein Weltklimagipfel sein, ja, dieses World Economic Forum, wo man spricht, was können wir tun gegen diese ganzen, ja, gegen den Klimawandel und alles, was dazu gehört. Also Wetterkatastrophen, dann Critical Change to Earth Systems, das heißt das ganze Ökosystem der Erde gerät in Wallung, kritische Zustände, Biodiversity Loss and Ecosystem Collapse, ja, das ist das Ökosystem kollabiert und Natural Resource Shortages, müsst ihr jetzt recherchieren, also natürliche Verknappung der Ressourcen wird das wahrscheinlich bedeuten, aber nagelt mich nicht fest. Ja, also das ist das ganz, ganz wichtige Thema und diese ganzen 83 Seiten gehen wirklich nur um Klima, 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 Klima. Und auf der anderen Seite um das Thema Meinungsmache und Fehlinformationen, Falschinformationen über die sozialen Medien. Und das muss man massiv einschränken. Das ist das größte Risiko, dass solche Schwurbler, Verschwörungstheoretiker, wie ich in dem Video, die Weltuntergangsszenarien anpreisen und in diese Dinge halt reingehen. Und die kommunizieren es ja selber, ja. Und dementsprechend, dass solche Menschen, wie ich einer bin und noch viele andere, dass die ausgehebelt werden, dass da keine Falschinformationen vonstatten gehen. Dann gibt es in der Präsentation noch eine schöne Mindmap, wo man wirklich sieht, wie alles miteinander vernetzt ist. Einmal im Ökosystem, Environmental und was sind so die größten Bubbles. Ja? Und da haben wir im Prinzip genau das. Soziale Polaritäten, Meinungsverschiedenheiten, dann entsprechend ein großes Thema auch Economic Downturn, ja, auch wichtig, Asset Bubble, sieht man nochmal drunter, dass da eine Bubble ist, auf jeden Fall, aber wird hier nicht so groß dargestellt. Und wir gehen auch direkt in die nächste Folie rein. Da haben wir hier auch nochmal den Annual Change in Global Risk Perceptions over the Short Term, sprich die Veränderung der Problemzonen in den letzten 2 Jahren. Dann sieht man Persistent Concerns, wieder diese 4 Hauptthemen. Ja, Wetterkatastrophen im 2. Biggest Increase in Ranking. Auch wieder Misinformation and Disinformation.
ja, was im Prinzip auf Platz 1 ist. Ja? Also man wird alles dafür tun und versuchen, diese Meinungsmache oder solche Informationen zu unterbinden. So, ganz wichtig, dann haben wir eine Folie hier, Misinformation and Disinformation mit dieser Landkarte, Weltkarte. Warum ist es so ein großes Problem? Weil wir auf Platz 1, großes Risiko, über 1,4 Milliarden Menschen, ja, entsprechend in Indien, sind zuständig für die Wahl zwischen April und Mai 2024. Das heißt, wenn hier, wie soll man das sagen, eine Wahlagenda läuft, wenn bestimmte politische Parteien sich aufstellen lassen, als wie bei uns als Kanzler, dann als Präsidentin in den USA, dann ist es wichtig, dass nur wirklich echte, wahre Tatsachen verbreitet werden und da kein Schwachsinn, sonst würde das ja die Wahlen beeinflussen. Nummer 6, großes Risiko, United States, sprich USA, weil im November ja da auch entsprechend die Wahlen sind, dann European Union, 8 auf Platz 8, dann haben wir United Kingdom, die Wahlen in Mexiko, Indonesien, Südafrika und in Russland, ja, Presidential Election, und das sind alles Risikofaktoren, wo wir sagen, wir müssen dafür sorgen, dass die Wahrheit ans Licht kommt, und das lässt sich steuern über die Medien, über die Nachrichten. Schau bitte nur noch ARD, ZDF und wirklich die Öffentlich-Rechtlichen, weil das ist 100% safe und alles andere ist Quatsch. Ja, ihr hört die Ironie in meiner Stimme. So, und jetzt habe ich noch eine Folie, die ich super, super spannend finde. Wenn man bei Google, nämlich Google Search Recession eingibt, ist übrigens auch in dieser Präsentation drin, dann sieht man hier einen sogenannten Chart. Und links steht Interest over Time. Interest over Time heißt eigentlich die Zinssituation über die komplette Periode von den letzten 20 Jahren. Was aber spannend ist, wenn man wirklich die Zinsen recherchiert, wie die sich verhalten haben, dann ist dieser Chart auf jeden Fall komplett falsch. Dieser Chart erinnert vielmehr an einen klassischen Börsenchart, wie er war. 2008 hatten wir hatten einmal Allzeithoch an den Börsen und dann natürlich einen massiven Crash über die nächsten 2 Jahre. Es hat lange Zeit gedauert, bis die Märkte sich erholt haben. Seitwärtsphase, trotzdem ist es gestiegen. Das heißt, das wäre in dem Chart falsch. Wir haben einen Anstieg bis 2020 zu einem Allzeithoch, dann einen Einbruch. Ja? Und man sieht hier wirklich ein Allzeithoch in 2020. Dann kam der Lockdown. Dann gab es einen großen Einbruch und wir sind jetzt wieder bei einem Allzeithoch. Das Spannende ist aber, dass wir in der orangenen Linie sehen, Russia invades Ukraine. So, trotzdem sind die Börsen massiv gestiegen. Und dieser Chart zeigt aber an, bis November 2024. November 2024 ist komischerweise aber erst in 11 Monaten. Das heißt, warum geht denn der Kurs runter? Man geht davon aus, dass man die Zinsen senkt. Aber zwischen 2020 und 2023 gab es keine Zinssenkungen erneut. Von daher auf Nullniveau. Dementsprechend kann das mit Zinsen hier in dem Chart relativ wenig zu tun haben. Außer ich bin völlig doof, das kann natürlich auch sein. Ja? Bezweifle ich aber mit der Erfahrung über die ganzen Jahre. Mir sieht das eher danach aus, dass hier ganz klar aufgezeigt wird, wo geht die Reise hin? Und dann ist es gut möglich, dass der Markt kollabieren wird. Das ganze System muss man sich vorstellen wie ein großes Puzzleteil. Ich habe ein Puzzle mit 1000 Teilen, ich verteile das an 5 Departments. Die einen sind zuständig für das digitale Geldsystem, die anderen für Vermögensregister, Lastenausgleich und was auch immer, die anderen für die ökonomische Situation, und dann puzzeln alle und es ergibt noch keinen Sinn. Aber wenn man das Puzzle zusammenschiebt, dann ergibt es einen Sinn. Jede einzelne Partei weiß, oh, zu welchem Gesamtbild habe ich mitgearbeitet. Und dann sitzt einer von den Eliten, mehrere natürlich, und macht dann diesen schönen roten Reset-Button. Und dementsprechend gilt es sich zu schützen, sein Vermögen zu sichern. Schau dir unbedingt den 3-teiligen Videokurs an. Ja? Heute wenig Chartanalyse-Sachen, sondern wirklich, was kann kommen? Wir haben keine Glaskugel, aber schütze dein Vermögen so, dass es dir völlig egal sein kann, dass
jemand auf dein Vermögen zugreift. Deswegen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, ganz liebe Grüße, dein Tobias Rethaber, Cashflow-Experte Nummer 1. Bis dann.